willkommen zu Nicht-Let's-Play CSGO. Mir ist etwas aufgefallen. Wir haben 10 Uhr und ich bin dann einfach mal auf meinen Kanal gegangen und habe gesehen, dass ich 50 Abonnenten erreicht habe. Ja, für mich ist etwas Besonderes. Und wir spielen gerade mit Bots, weil ich Hardcore bin. Wir spielen mit Bots, weil, warum? Weil ich nicht verlieren will, das ist peinlich. Die Rumspringtaktik ist immer gut. Boah! Na gut. Nee, also, ich habe dann bemerkt, ich habe 50 Abonnenten erreicht. Erstmal danke dafür. Ich habe nicht gedacht, dass ich so viel krieg, aber ich habe es bekommen. Ich freue mich übelst. Merkt man mir vielleicht nicht an, aber ich freue mich übelst. Also, übelst. weil, keine Ahnung, ich habe gedacht, ja, jetzt bleibst du irgendwie, hast du für 16 Abonnenten, 15 und dann steigst du immer weiter. Warst als erstes 0 Abonnenten. Da hast du Freunden gesagt, ja, guck mal hier, ich hab YouTube. Was? Alter, wie schief schießt die Waffe. Egal. Habe ich mehr Zeit zum Erzählen. Ups. Kann man irgendwie Space-Kamera? Ja, so. Ja, dann hast du halt deinen Freunden gesagt, ja, jetzt hast du, ich hab einen YouTube-Kanal, ich mach Minecraft und so einen Dreck und ja, ich würde mich freuen, würdest du mal bei mir vorbeischauen? Und dann hast du halt gesagt, dann gucken die vielleicht an, haben dich vielleicht abonniert. Ich weiß nicht, ob die mich abonniert haben, bestimmt. Und ja, dann bist du da halt und denkst dir, ja geil, ich habe 10 oder 5 Abonnenten. Und du hattest nie gedacht, dass du auf 50 kommst. Wahrscheinlich wird es noch steigen, ich werde mich bestimmt immer noch wundern. Beziehungsweise werde mich übelst wundern. Bam. Bam. Haha. Bam. Ich mag zum Ballerspiel. Beziehungsweise ich mag Ballerspiele. Bam. Bam, bam. Ich bedanke mich wirklich für die 50 Abonnenten. Ich weiß nicht, ich mache vielleicht ein Abo-Special. Aber das bleibt noch geheim. Lade ich vielleicht nach Ostern hoch. Dafür kommt am Freitag, also Karfreitag, kommt dafür kein Minecraft, weil ich jetzt ein paar Runden hier CSGO spielen mit Bots. Ich werde vielleicht CSGO öfters mal mit... Also ich werde CSGO öfter spielen. Ihr könnt mich streamen. Ich tue euch mein Skype-Name unten in... Ach, mein Skype. Ja, mein Skype-Name, genau. Dann könnt ihr ruhig adden. Und dann, wenn ihr Lust habt, sagt ihr mir einfach euren Namen für... Hä, wo... Ich muss mal kurz nachfragen. Schreibt mir einfach euren Namen oder auch in die Kommentare. Das ist auch gut. Könnt ihr in die Kommentare oder in den Skype-Namen. Skype-Namen. Und... Bam. So, ja, nochmal. Ja, dann bleibt er halt mit dem Skype-Namen, gibt er mir her. Und ich wurde angeschrieben von wem auch immer. Keine Ahnung. Sehe ich gerade gar nicht. Also nochmal danke für die 50 Abonnenten. Ich spiele noch weiter. Ich laber noch ein bisschen so rum. Und ja, mein nächster Meilenstein. Kann man das Meilenstein nennen? Für mich ist das ein Meilenstein. Also für mich ist das so eine Errungenschaft wie bei Xbox diese Achievements. Oder ja, so halt. Und ohne Witz, das ist unglaublich. Ich habe 50 Abonnenten. Naja, manche haben schon, also von meinen Freunden haben manche schon 650, 700. Wie zum Beispiel WWL Music, Dr. Moore. Dann mal schöne Grüße an dich. Fühl dich nicht geehrt. Du bist größer als ich.
Nee, ich bin nicht sprachlos, aber ich bin sprachlos. Ohne Witz. Jetzt. Ich hab das nicht gedacht, dass ich das schaffe. Boah, was hat der denn? Ach so, ja. Ich habe nie gedacht, dass ich wirklich sowas schaffe. Ne? Also gestern war das eh so ein komischer Tag. Ich war halt gestern so auf YouTube. Als erstes hatte ich dann 47, dann 48, also ich rede gerade von Abonnenten. 47, 48, 49 und dann bin ich wieder auf 47 runtergesenkt worden. Dann hatte ich wieder 49 und dann habe ich heute endlich die 50 erreicht. Vielleicht will mich jemand mobben. Und ja, also das wäre wirklich cool. Komm, wechseln wir mal mit dem. Wow! What? What? Alter! Was hat denn der für eine Waffe gehabt? Egal. Schwer, ich nehme mir immer noch Negev. Nee, ich nehme mir die Nova, die ist gut. Also ich will mich wirklich nochmal für 50 Abonnenten bedanken. Das Abo-Special wird für mich peinlich sein. Also für mich wird das richtig peinlich sein. Ich kann euch schon mal einen Tipp geben. Ich kann nicht gut singen. Zieht euch lieber keine Kopfhörer an, weil das wird ein Fehler für euch sein. Also zieht euch bitte keine Kopfhörer ein. Also das wird wirklich schlimm. Oh Gott, oh Gott. Komm, komm, komm. Schaffe ich das? Schaffe ich? Ja, du bist mein nächstes Ziel. Oder du. Oder du. Alter! M41. Ach, 4. Okay, dann wechsle ich gleich auch mal so. Also wirklich, ich bedanke mich für diesen tollen Aufenthalt. Dass ihr mir treu geblieben seid. Manche von euch. Bestimmt ganz viele. Was ist das, Alter? Ja, 12,4. Ja, ich will mir auch Black Ops 2 kaufen. Vielleicht werde ich das auch Let's Playen. Ist zwar ein bisschen älter, aber who cares? Who cares? Ne? Ja, ich sag euch jetzt mal ein bisschen so über, warum in letzter Zeit nicht so viele Projekte kommen, beziehungsweise ich mache hier gerade so einzelne Tage, so diesen Tag Minecraft und dann nächsten Tag The Crooked Man und so. Ja, ich habe einfach keinen Speicher mehr auf der Festplatte. Ich kann auch nichts löschen. Also alles ist wenn dann wichtig, übelst wichtig. Boah, Alter, was haben die denn für eine Waffe? Negev. Genau, ne, MG kann auch besser schießen, ne? Boah, das ist, mit der P90 im Reichstag. Wer das kennt mit der MAC-10 im Reichstag, ne, dann guckt ihr den ich gucke. Ja, was guckst du nach hinten? Ja, lass mich vor. Arschloch. Ich denke, ich höre zu. Freund, gerisiert, der. Lief, lief, lief. So, jetzt gehe ich durch. Nein, doch nicht. Aua! Das ist Mobbing, was die hier betreiben. Affen. Loadout. German Gamer Stuff LP. So, einer ist tot. Der kommt wahrscheinlich hier hoch. Hoffentlich. So, der ist hochgekommen. Hier. Gegen die Waffe tauschen. Die soll gut, die ist gut. Ja. Also, danke für 50 Abonnenten. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich werde gleich feiern gehen. Ja. Nein. Heute wird eine Nacht, also für mich und meinen Bruder wird heute eine Nacht durchgemacht. Ja, ich muss gleich noch, weil Karfreitag ist, zur Tankstelle fahren, wo alles überteuert ist. Muss ich gleich zur Tankstelle fahren und mir ein paar Energies kaufen, weil ohne Energy kann ich nicht leben. Fick dich. Fick dich. Guck mal, Affen. Affen. Platziere ich mal die Bombe. Ja, ups. Ja, vielleicht kommt nächste Folge. Ich guck mal, vielleicht mache ich zwischendurch mal CSGO. CSGO, nicht CSSGO, sondern CSGO.
Vielleicht mache ich das zwischendurch auch mal, wenn ich keine Zeit zum was anderes aufnehmen habe. Also wenn ich das nicht aufnehmen kann oder keine Lust gerade auf Minecraft habe. Wie kann ich euch jetzt sagen? Also ich habe in letzter Zeit, also wo eine ganz lange Pause war wegen meinem Arm, habe ich ja nicht Minecraft gespielt, aber also das ist irgendwie so für mich, naja. In den Updates. Ich würde mich freuen, würden die in den nächsten Updates mal zum Beispiel neue Waffen oder so hinzufügen. Nee, nee, nee. Ich mach keine neuen Waffen rein. Ich mach nur neue Blöcke rein und neue Monster. Klar. Was nützt ein neuer Mob, wenn, keine Ahnung, du hast jedes Mal nur ein Dia-Schwert? Und keine Ahnung. Die haben ja schon alle Dings, wie heißt das? Man kann Smaragde finden. Man könnte dann mit den Smaragden irgendwie so einen übergeilen, shit, krassen Teil machen, ne? Oder zum Beispiel eine andere Form von Schwertern, wie es bei Hexit war. Du kannst hier so einen Iron Big Sword machen oder sonstiges. Das wäre doch mal eine Idee. Das wäre so schön, würden die das mal einführen, aber naja. Trotzdem, ich habe noch Spaß am Let's Play, werde ich auch immer haben. Bis die Welt untergeht, ja. Oh, ich bin tot. Mit 5 Treffern, aha. Ja, also ihr könnt euch verlassen, ich werde des Öfteren jetzt hochladen, weil ich cool bin. Der ist weg. Zwei Sniper sitzen hier. Weg mit dir. Headshot. Ich kaufe jetzt die nächste Runde auch einen Sniper. Oh ne, Sieger. Wie viele Minuten ging die Runde? Keine Ahnung, aber das war die Runde. Oder soll ich noch eine Runde spielen? Ja, ich spiele noch eine Runde. Diesmal als Antiterror-Einheit, weil ich war letztes Mal Terrorist. Terrorist. Sofort eine Desert Eagle kaufen. TTT würde ich auch liebendst gern spielen, aber Freunde haben nicht das Spiel, können nicht spielen und alleine macht dieses Spiel ja nicht Spaß. Wenn du dir vorstellst, ja, jetzt rede ich mal mit mir selber, ich bin voll cool, ich rede mit mir selber und bin Traitor. Und dann sitzt du da, ja, du kannst nicht mit deinen Traitor-Kollegen reden. Und ja, alleine macht das halt nicht so übelst Spaß. Vielleicht Prop Hunt oder Hide and Seek. Es gibt ja so ein. Oder Minecraft Hide and Seek. Das wäre auch eine Idee. So ein paar Minigames. Was ich letzte Mal auch hatte, ich habe ja eine Reihe gestartet, ne? PvP. Minecraft PvP. Genau, ich hatte Minecraft PvP. Oh, danke sehr. Du bist der beste Freund, den ich jemals haben kann. Und zum Beispiel dieser Gamer Stuff LP. Ich würde gern mit ihm Garry's Mod spielen. Ne, der will entweder Robocraft oder Feed the Beast. Oder Minecraft. Also Robocraft ist wie Minecraft nur mit World of Tanks gemischt. Wenn er das Spiel kennt, World of Tanks ist das größte Dreckspiel, das es gibt für mich. Deswegen werde ich es auch nie Let's Playen und werde es auch nie runterladen. Weil ich hasse generell so Spiele, also wie League of Legends hier. Ich weiß nicht, wie die Leute das Spiel spielen. Wie die Leute dieses Spiel spielen können. Ich laufe hier immer noch mit einer Diesel rum und plätte alles. Aua, was? Ja. Ne. Ja, das ist halt. Also Robocraft ist eine Mischung aus Minecraft und World of Tanks. Da kannst du dir halt deine eigenen Fahrzeuge bauen. Das ist auch zwar cool, aber ich finde, das kann ich nicht Let's Playen. Ich muss das nicht Let's Playen, weil du musst da ganze Zeit nur bauen. Und dann Gegner plätten, wie die sind eh überpowered. Da gibt es Tiere, also
Tier 1, Tier 2, Tier 3, das sind Level. Und wenn du die aufsteigst, werden die Gegner halt auch immer stärker. Also das sind keine Bots, sondern halt normale Leute. Und ja, wenn du dann erstmal dieses Level 4 oder so bist, dann hast du die Arschkarte, weil wenn du kein Geld hast, also da kann man sich auch, hat man Geld, also Geld im Sinne von, also musst du dir nicht kaufen, sondern kannst du dir, also kriegst du pro Spiel. Oh, Nervengas. Ich hab dich gerettet. Warte, ich red sofort weiter. Ja, da musst du da dann halt deine eigenen Spiele spielen, ach, dein eigenes Geld verdienen, so wie du später mal 18 bist und du gehst arbeiten, da musst du dein Geld auch verdienen. Und das ist es halt. Und das macht zwar Spaß, aber wenn du keine Chance gegen den Gegnern hast, gegenüber den Gegnern, wenn die schon überpowered sind, zum Beispiel, man kann da ein Flugzeug bauen. Ich finde das übelst geil, nur man kann die so überpowered gestalten. Also man kann da hier so ein 500-Kilo-Klotz machen. Also man kann da wirklich so einen Würfel machen. Und ja, was hat man davon? Dann sitzt du da, kommst, also man kann die Fliegedinger, also das heißt Hoverblade, man kann die halt upgraden und ja, die sind halt übelst stark, wenn du die ganz, ganz weit oben hast. Also wenn du die richtig stark gemacht hast und dann siehst du die Gegner auch später nicht. Ich habe schon alles auf höchster Einstellung. Renderdistanz habe ich auch höchste. Man sieht die nicht. Man sieht dann nur einen kleinen Schatten von den kleinen Idioten. Und da haben die halt noch so übelst dicke Waffen, was ich auch nicht verstehen kann. Warum macht man so übertriebene Waffen, wenn man die Renderdistanz schon ganz oben hat und man sieht die Gegner nur halb, also mit einem Schatten. Dann ist das irgendwie kacke, oder? Oder nicht. Und deswegen werde ich dieses Spiel nicht Let's Playen. Ja, jetzt muss ich nur noch den letzten Gegner finden und gucken, wo der ist. Wo versteckt er sich denn? Hallo. Ich mach mal ein paar Geräusche, dann kann er mich vielleicht finden. La, na, 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 na. Ich wollte als erstes hier Musik im Hintergrund haben, aber nee, das wird alles kaputt machen. Jetzt, wenn der letzte Gegner kommt, dann werde ich auch endlich mal wieder Danke sagen. Ja, komm, ja. Wo versteckt denn der sich, Mann? Da versteckt er sich nicht. Ja, danke sehr. Ja, das war's für die Folge. Also, ich will mich bedanken, also herzlich bedanken für die 50 Abonnenten. Ich sag da mal tschüss und bis zur nächsten 100. Also, ihr müsst euch auf das Abo-Special freuen. Ich werde es vielleicht heute am Karfreitag aufnehmen. Dann bis dahin. Habt ihr noch Heimchen? Bis dahin, tschüss.